Einen wunderschönen guten Morgen. Um kurz vor 11. Hier ist schon Action angesagt. Die kleinen Mäuse, Luca und Elisa, spielen im Kinderzimmer. Da ist auch schon Toni an und da ist schon Action. Meine Mama ist in der Küche beschäftigt und ist da Radauer machen. Also wenn ihr die im Hintergrund hören solltet, sie ist schwer beschäftigt. Was bist du am machen? Ich werde gleich Marmelade machen. Sie wird gleich Marmelade machen. Pfirsichmarmelade wird sie machen. Aber lass noch ein paar bitte übrig zum Essen. Weiß ich noch nicht. Doch. Ja, und ich bin hier beschäftigt. Ich habe heute ebenfalls einiges zu tun hier. Hier steht schon meine reguläre Wäsche. Die nächste Wäsche ist im Trockner. Und dann muss ich noch die Betten abziehen. Da werde ich heute aber nur mein Bett abziehen und das Bett von meiner Mama. Eigentlich müssen die Betten von den Kleinen auch abgezogen werden. Das mache ich aber nächste Woche, weil mir das sonst zu viel Wäsche wird. Das ist der Plan für heute. Und bevor ich jetzt hier mit meiner Wäsche loslege, wollte ich gerne nochmal ein bisschen Werbung machen. Ihr wisst ja, dass ich schon seit einiger Zeit mit Just Spice zusammenarbeiten darf. Wer Just Spice nicht kennt, Just Spice ist ein Unternehmen, das sich auf Gewürze spezialisiert hat, Reingewürze, aber auch Gewürzmischungen und sich sozusagen dadurch die Aufgabe gemacht hat, eure Gerichte oder eure Nahrung allgemein halt zu verfeinern. Das Sortiment von Just Spice ist im Laufe der letzten Zeit auch sehr herangewachsen. Auch verschiedene andere Sachen gibt es dort schon zu entdecken. Und aktuell hat Just Spice Sommer Sale. Und zwar bekommt ihr auf der Webseite von Just Spice auf das komplette Sortiment 15% Rabatt. Und zusätzlich on top bekommt ihr durch meinen Rabattcode nicht nur das Pizzagewürz gratis dazu, sondern sogar kostenlosen Versand. Die Aktion läuft bis zum 9.7. Ich packe euch natürlich auch alle Informationen und natürlich auch den Link unten in die Infobox. Ihr braucht nichts weiter tun, als auf diesen Link zu klicken. Dort ist auch schon mein Rabattcode hinterlegt. Unsere Sammlung ist im Laufe der Zeit jetzt auch schon recht groß geworden. Wir haben auch schon mehrere Favoriten, unter anderem halt das Pizzagewürz an oberster Stelle sozusagen. Das Hähnchengewürz oder der Hähnchen-Allrounder, der Pasta-Allrounder, und deswegen freut es mich, dass ich weiterhin mit Just Spice zusammenarbeiten darf. Also schaut in die Infobox, klickt auf den Link und geht einfach mal auf der Webseite stöbern. So, das dazu. Ich werde jetzt hier meine Wäsche machen und dann geht es mit dem Bett weiter oder mit den Betten, besser gesagt. So, reguläre Wäsche erledigt. Jetzt geht's hier ans Bett. Das werde ich jetzt noch den Rest abziehen und dann das Bett von meiner Mama noch abziehen und frisch machen. Hier steht Wäschekorb für Bettwäsche. Da steht Wäschekorb noch für die reguläre Wäsche. Also ich sag ja, diese Wochenende habe ich wieder genug Wäsche. Ja, aber erstmal lege ich jetzt hier los, damit ich die Betten bezogen bekomme. Thank you.
So, meine Lieben, weiter geht's. Unsere Betten sind bezogen. Ich habe die Bettwäsche tatsächlich auch schon runtergebracht und eingesetzt. Aber nur, weil meine Mama mich gezwungen hat. Ich mag es ja nicht, ne? Ich hasse das wie die Pest, wenn du gerade was am Machen bist und dann musst du unterbrechen, weil jemand anders was will. Auf jeden Fall habe ich das jetzt erstmal erledigt. Dann kann ich die nachher direkt in den Trockner schmeißen und dann trocknet die nämlich auch schon weg. Und jetzt habe ich extra mir schon die Kiste hier rausgeholt. Da sind nämlich jetzt alle Sachen drin. Also die ganze Bettwäsche von den großen Betten von Luca und von Elisa und halt auch von das große Bettchen von den kleinen Mäusen. Hier habe ich jetzt schon alles rausgesucht. 2 Spannbettlagen bzw. 3. Auch für das große Bettchen. Fürs große Bettchen habe ich dann noch einen neuen Himmel rausgeholt und dann halt für die Decke, weil ich die Decke ja immer noch so darunter lege. Dann halt für Luca und Elisa Bettwäsche. Elisa bekommt halt diese mit diesem Bärchen drauf und Luca bekommt halt diese hier. Ja, und dann muss ich auf jeden Fall nochmal schauen, die nächste Zeit, dass ich nochmal ein bisschen was Bettwäsche für die 2 bekomme, weil ich habe echt viel, viel, viel zu wenig für die 2. Also die haben die Paw Patrol Bettwäsche jetzt ja drauf, dann haben die Bettwäsche und das war es dann schon fast. Ich habe hier in der Box nur noch ein Set drinne von Disneys König der Löwen und dann war es das. Also mehr Bettwäsche habe ich nicht. Deswegen, ja, muss ich da auf jeden Fall nochmal nachschauen. Aber ich dachte mir jetzt, ich bin so im Flow gerade, dass ich jetzt im Babyzimmer weitermache. Und ich schaue mal, wie weit ich im Babyzimmer jetzt komme. Die Mäuse sind sehr brav am Spielen. Ich höre die auch aktuell nicht mehr. Das ist schon so eine Sache, wenn man die Kinder nicht mehr hört, ne? Ich muss mal schauen. Ja, das habe ich mir gedacht. Alles klar. Ihr 2, was habt denn hier gemacht? Ja, Chaos. Solange es jetzt nur das Spielzeug ist, ist das ja in Ordnung. Ja, warum habt ihr denn die Toni-Box nicht lauter gemacht? Hä? Ja, könnt ihr doch. Dann macht die hier lauter. Ich habe noch nie etwas alleine unternommen. So, ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal hier loslegen. Und gucken müssen, wie ich jetzt hier die Betten beziehe. Aber das werde ich auf jeden Fall auch noch machen jetzt.
Ich hab's geschafft. Im Babyzimmer habe ich auch mal eben die ganzen Textilien ausgetauscht, Betten bezogen, frisch. Lukas Bett, Elisas Bett, da ist das Bett von den Kleinen, frisch bezogen, frischer Himmel. Und der Wickeltisch ist auch frisch bezogen. Und dann habe ich das jetzt auch schon direkt erledigt. Die beiden Mäuse spielen hier fleißig. Ich habe hier noch aufräumen müssen, um hier an dem Bett ranzukommen. Jetzt ist bei mir auch so ein bisschen Pause angesagt. Ich denke, ich werde nicht lange Pause machen können, weil die zwei waren gerade schon dran, wann ich denn mit denen spiele. Und dann, ja, würde ich sagen, beende ich das jetzt erstmal hier und dann melde ich mich später wieder bei euch. So, meine Lieben, es ist wieder eine Ecke später. Wir haben gerade Mittag gegessen. Luca und Elisa liegen jetzt auch schon zum Mittagsschlaf in ihre Bettchen. Die Kleinen sind auch alle schon am Schlafen. Und ich setze mich jetzt hier an das Video und werde das Video jetzt hier noch bearbeiten. Und dann starte auch ich in meinem wohlverdienten Wochenende. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns heute zu begleiten, wie wir hier alle am Rumwirbeln waren. Ich habe tatsächlich mehr geschafft, als ich eigentlich schaffen wollte heute. Bin auch ein bisschen stolz auf mich. Und Mama hat Marmelade gekocht und hat da alles fertig gemacht. Leute, die sieht aus. Ich zeig die euch jetzt lieber nicht, aber die sieht sowas von lustig aus. Und würde sagen, ich beende dieses Video jetzt hier an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns heute zu begleiten. Denkt bitte an Just Spice, wenn ihr Interesse daran habt. Lasst es euch nicht entgehen, wenn ihr auch Just Spice vielleicht mal austesten möchtet. Ja, und dann würde ich sagen, wünsche ich euch an dieser Stelle einen schönen Tag oder Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut oder geschaut habt. Und dann sehen wir uns und hören wir uns ganz, ganz bald wieder. Also bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.